Moin Leute, Trimax hier. Willkommen zum allerersten Valorant-Turnier überhaupt. Wir haben heute 4 krasse Teams, die gegeneinander antreten werden. 1500 Euro Preisgeld gibt es insgesamt. Sponsert heute ganz normal die Primes. Die hauen das raus. Erster Platz 1000 Euro, zweiter Platz 500 Euro. Wir haben einmal das Team von Flobby, ja, der ordentlich aufgebaut hat. Das Team von Hanky, die haben auch schon ordentlich zusammengezockt. Dann haben wir das Team von Amar. Es wird auf jeden Fall Aqua mitmachen, Benji, Kylix, Secret Maxi und die ganzen weiteren. Amar hat auch noch einige Pro-Player bei sich. Die Teamaufteilung sehen wir dann gleich nochmal. Gab es ein ständiges Hin und Her. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Das ist nur das allererste Turnier. Langfristig suchen wir wie in Fortnite damals die allerbesten Spieler Deutschlands und die besten Valorant-Teams Deutschlands. Bisher gibt es keine Standings oder irgendwelche Rankings oder Stats, irgendwas, gar nichts. Das heißt, ihr müsst jetzt nach und nach finden. Das ist nur das Erste. Ja, da wird noch ganz viel kommen. Ich habe da mega Bock drauf. Das Game bockt schon selber zu zocken. Ihr habt es gesehen, wo ich auch im Turnier mitgespielt habe. Aber das Casten von krassen Teams und geilen Fähigkeitenkombinationen und so weiter und verschiedenen Taktiken, das wird noch so geil werden. Genau dafür ist Valorant ausgelegt für einen krassen E-Sports. Und ich habe da total Bock drauf. Das ist zwar noch in der Closed Beta, aber mittlerweile, man kann alles zuschauen. Man kann freie Kamerafahrt machen. Alles mit Tag 1, wo das Game rauskam, was auf jeden Fall sehr stark ist. Wir gehen in die allererste Runde im allerersten Match. Und zwar spielt hier Amars Team auf der anderen Seite das Team nur Fortnite Pros, aber dafür die krassesten. Sowohl die Fortnite Pros sind ja aimtechnisch ganz böse, weil es eigentlich weil sie zu den besten der Welt gehören. Aber da ist natürlich auch viel Bauen, Editieren und Taktik mit dabei. Und Amars Team mit den Counter-Strike Pros ist beides extrem nice. Gleich das erste Match wird auf jeden Fall schon geil. Wer hier gewinnt, ist es ein Best of Three. Ja, 3 Games machen wir. Wer zuerst 2 Dinger gewinnt, hat gewonnen. Oh, Race Double Kill. Sonics Race Double Kill. Mit der Granate wieder. Genau die wurde heute gerade genervt, dass man nur noch eine hat und nicht 2. Amars Team sieht schon böse aus. Oh ja. Leute, wer war das denn? Nuki, was macht. What? Ist trotzdem vorbei. Was hat der gemacht? Geht Team weg. Stark, Amar, stark. What? Vierfach-Kill! Nuki, Vierfach-Kill, streamt der? Ass! Digga, ich wollte das Angreifer-Team zuschauen! Und der Ace die? Geh wieder hier vor, alle. Bei mir einer. Bike down. Das ist halt krass, ne? What? Ace, gönn dir! Ich flash raus! Let's go! War schon ziemlich nice. Kai ist noch ein Kill. 5 gegen 3 jetzt. Sonic ist ein Kill. Zwei Window. Ich glaube noch einer ist noch einer rechts im Eck. Ja. Nochmal down, nur noch einer, nur noch Sage am Leben. Down! Schade, gut geschossen. Erste Runde. Wenn ihr Window habt, glaube ich schon. Für die Fortnite Pros. We should do the same setup as them. Eigentlich brauche ich die Ulti gar nicht machen. Die sind hier nicht drin. Down. Das Gasgame hier. Ich mach Dings, Mikille. Hinter mir PDR macht noch einen Kill. Hinter Side muss er sein. Einer ist Katas. Ich smoke jetzt ab, links, rechts. Ultra krass, wie schnell die kommunizieren. Die gehen einfach durch. 5 gegen 1. Obwohl. Makellos. Makellos, so kann man das Game insgesamt von denen sehen. Okay, krass. Stabil. Ganz krass. What the fuck? Holy shit. Das ist schon. Da sieht man, dass die Counter-Strike-Pros da echt einen Vorteil haben. Holy shit. Okay, wir gehen in die zweite Runde. Das erste war ja schon sehr eindeutig. Ich mach Kamera oben rechts, André. Anders hinter uns. Kommt Heaven Smoke und es kommt CT Smoke. Beide Smokes liegen. Links vorne, down. Hinter uns, zwei Leute. Oh, Maxi Triple Kill? What? Oh Gott im Himmel, Alter. Triple Kill hinter, er hat's ja. Oh Gott, krass. Ah, jetzt. Base gewonnen. Schon Base, Spot. Wo war der denn? Alter! Ach, der war schon durch. Ach, war auch Double Kill? Guck mal, Maxi steht sogar 7-7 gegen die. Hätte ich den Shot getroffen, wäre nichts passiert. Krass. Krass. Hier rüber. Ich brauch Heal. Raise Ulti. Oh Mann. Aqua Double Kill. Alter, was ist auf einmal los? Ich muss 3 Sekunden nichts machen, Mann. Er ist oben auf der Karte. Und auf der Küste ist der rechts. Mit raus, ey! Maxi ist aber auch krass, ne? 10-7 steht er gegen die Pros. Ganz ausnormiert, Fatih. Bob ist komplett drin. 13 Kills, erster aus dem Team. Hi.
Nuki hat einen Kill. Outspot! Oh, gemein. Nuki holt ihn nochmal weg. Da gewinnen sie als Angreifer das 2 gegen 3 sehr stark. Aber es ist auch eine Map. Alter, 2 gegen 5, Alter. Nice. Hinter euch, einer, den müsst ihr pushen. Nice, der letzte ist Mitte. Schade. Ah, ich wollte nicht. Ich gibt auch mal meine Eier als Schlafe. Hier, das ist. Meine Eier sind auch gut gekommen. Zieh weg zurück. Wo kommen wir denn da hin? Er sagt, meine Eier sind auch gut gekommen. Fünffach Odin? Jetzt bin ich gespannt, ey. Das ist mein Ace. Fünffach Odin. What the fuck? Was ist da los, Alter? Sonics Double Kill. Der, die kam einfach mit Fünffach Odin. Und jetzt? Der Odin. Mit der Odin. Der geht down. Der ist auch down. Nee, was, hä? Hinter der Wall da. Benji macht's einfach. Ult geht rein, trifft nichts. Benji, last man standing. Die Waffe braucht auch so lange, bis sie schießt. War das überhaupt die Odin? Nee, ne? Das war ein anderes MG, ne? What the fuck ist das, Alter? Was haben die hier? Das ist eine Ares, ne? Am Arsch steht auch 12-8 gegen hier. Das ist ziemlich krass. Oh, da kommt hinter dir, hinter dir! Nice, der ist weg. 13-3. 13-3. Es ist halt krass. Hier sehen wir mal die Stats. Aqua aus dem... Oh, Maxi war gar nicht erster. Aqua noch war. Aus seinem Team erster. Komplett. Komplett durch. Oh. Das ist der Zwischenstand. Da hat Amars Team mit den Counter-Strike Pros mit Abstand gewonnen. Mit wirklich viel... Ich hatte mir schon gedacht, dass die gewinnen, aber dass die so drüber fahren, hätte ich nicht gedacht. Währenddessen spielt noch Floppys Team gegen Helgis Team, aber es könnte schwer werden im Finale. Aber immerhin ins Finale kommen und da verlieren zweiter Fan, sind ja schon 500 Euro. Wir schauen jetzt nochmal bei Floppys und Hankys Team rein. Ich glaube, die haben noch gar keine Ahnung, was die da treffen werden. Gut, wir schauen uns das andere Match an. Wir hatten ja schon mal das Showmatch, was ultra krass war, wo es ein richtig dickes Comeback gab. Wo auch zuerst Floppys Team vorgelegt hatte, aber dann hatte das Team von Hanky, Rumatra und so weiter noch gewonnen. Hanky, Hurrikan, Rumatra, Marcel und Reapers. Jetzt liegt wieder Floppys Team vorn. Rumatra und Hanky beide noch am Leben. Loai und Snow greifen an. Spike ist platziert. Bruder Instant-Hit von Rumatra. Oh! Loai geht down. Hol ihn direkt weg. Hanky, last man standing. 2 gegen 1. Nice. Hanky und beide weg! Schaffst du noch die Bombe zu dir platzieren? Kann er noch defusen? Ja, schafft er. Schafft er. Alter! Hanky, 3-0? 3-0 und noch der Defuse? Schmeckt? Alle schon bereit, oh mein Gott. Ich glaube, wir werden auch machen. Oh mein Gott, Reapers. Reapers! Bei mir, alle hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hol's rein. Ah, alle hier. Ult ganz gut. Reapers Kill, Hanky Kill. Alle hier, alle hier. Töten sich alle gegenseitig. 3 Angreifer noch, 2 Verteidiger. Ich kann nichts machen. Dings du noch alleine. Marcel alleine. Nate macht etwas Damage. Ich hab Colette gemacht, ne? Marcel ist oben, aber der ist so gut im Headglitch. Oh nice, den holt er durch die Wall weg. Oh, 2 Spieler einfach. So, jetzt ist Seitenwechsel. Wir holen nochmal bei Floppys Team rein. Matchpoint. Matchpoint für Floppy. LOL! Random reingesprayt. Ult Reaper, du bist mega sauer. 84 AP Floppy. 4 gegen 2 Matchpoint. Da war Damage. Oh, war auch die letzte Runde nochmal 4 gegen 3, das ist durch. Damit ist auch mit Abstand, auch das hier wieder 13-3, Floppys Team im Finale. Heftig. Okay, damit stehen die Teams fürs Finale fest. Ja, der Verlierer hieraus hat 500 Euro sicher, das Team. Gewinner bekommt 1000 Euro. Das Team von Amar hat beide Games irgendwie 13-3 oder sowas gewonnen. Floppys Team hat 13-6 und auch 13-3 gewonnen. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, dass das Team von Floppy hat zwar sehr, sehr viel trainiert, aber ich glaube, die haben keine Ahnung, was dort im Finale auf die zukommen wird. So, das große Finale steht an. Floppys Team gegen Amars Team.
Kommt der? Traut er sich nochmal? Piekt er nochmal? Da kam er wieder überlebt. 70 HP. In 3 Sekunden hat er selber wieder Heilung. Alter. Flobby holt Gob. Oh mein. Oh nein. Was? 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 Wieso hat er den nicht geholt? Alter. Stark. What? 2 gegen 4? Tapsen down? 2 gegen 1? Oh mein Gott, 1 gegen 1. Sonny ist noch am Leben. Oh! What? Flobbys Team gewinnt im Angriff? Ziel kurz ab, kurz einer, down. Ist noch down. Einer, down. Noch einer down. Gleich lang raus. Einer noch Cutters, einer noch Cutters. Auch der ist down, Cutters, stark. Ja, jetzt. Alter. Jetzt ist halt. Find das in. LOL, einfach reingesprayt. Headshot, down ist er. Stark gemacht. Oh, was? Holy shit, hat er alles getroffen. Aber ich muss wirklich sagen, auch wenn jetzt die letzten 5 Runden das Team von Amar gewonnen hat, Flobbys Team macht das extrem gut. Das ist mal kurz vorm Plant. King auch gut, Spieler down. Also hätte ich nicht gedacht. Viel besser als die Fortnite-Pros, die wir heute dabei hatten. Stark, Loa holt sich Nuki, heftig. Pushen rein, Alter, alles vernebelt. Einer helfen. Oh, stark, gut getroffen. Ah, die stehen aber auch so ready hier, ne? Die sind so ready alle. Es ist geplantet, heftig. Gott macht einen Kill. Schön. Weg, 3 gegen 3 jetzt. Fuck, ja. Oder auch noch weg. Da kommt einer. Bis an. Lobby. Oh, lol. Noch einer. Low. 1 gegen 1, 1 gegen 1. Flobby gegen Tapsen. Er kann durchziehen. Flobby, geh rein. In der Smoke. Oh, lol. Er zieht durch. Wo ist das? Ja, auf der Ecke, da wo sie immer liegt. Lol. Bitter. Den hätten sie gerne gehabt, den Punkt. Aber der hat aber auch echt komplett reingespielt. Es hat nichts getroffen. Wie kann das sein? Ja, toll, Alter. Großes Ding. Lol. Ja, ich bin noch gedingst. Ja, warte, ich fake nur. Der oben Smoke. Ich mach Kamera, warte. Oh, nice, junge Mann. Tapsen 3 Kills. Ist ja egal, welches Spiel, ja, du spielst Mann. Immer der Beste, Alter. Nein. Ja, das ist die Frage. Seitenwechsel. 2 zu 10 steht's. Jetzt Pistol Round. Letztes Mal hatten die Pistol Round die anderen gewonnen. Ey, Mikkel, Jarosch, du läufst einfach vor und ich mach die Dinger kaputt, okay, Jarosch? Ja, ich flash einfach Zeit. Ja, also wenn da eine Falle ist, mach ich sie kaputt. 10 Sekunden noch, sie müssen jetzt langsam planten. Ich geh links lang. Von euch guter Kill. Oh, Nuki down. Mein. Spike im Spot. Oh, nein, selbst Tapsen ist weg. Diesmal holt Bleach Tapsen. Nein, ich hab den nicht gecheckt. Oh mein Gott, Loi holt Amar. Krass. Ey, wieso gewinnt Flobbys Team mal die Pistol Round? Links ist er. Down links. Shotgun-Schuss, nur 4 Damage. Wie geht das? Ja, ich pre-aim ihn. Ja, das ist halt krass, wie er drauf ist, ne? Das finde ich. Bleib oben. Das ist schon ziemlich crazy, Mann. Ja, ich bleib. Die saven zu dritt. Kann man machen. Ja, das machen wir. Lass mal jagen gehen. Lass mal jagen gehen, das schaffen die nicht mehr. Die sind so weg. Oh Gott. Ich hab, oh Leute, man kann da lang! Ah, kann gerade einer von hinten. Flobby kam von hinten. Flobby Double Kill! What? Flobby Triple Kill! Er hat mich noch irgendwie mit diesem Ding gehittet. Durch das Teil, Alter. Nein! 5 HP. Vierfach Kill, Flobby! Halt's Maul, der beste Golem-Spieler der Welt! Das entscheidet die Runde. Nein, da war geeist und niemand konnte dort reaggressen. Käfig ausgelöst. Ich glaube, Matchpoint! Noch nicht gewonnen, es ist noch nicht vorbei, das erste Game im Finale! Digga, Flobby! Ich spiel Dirty. Ja, 1 gegen 4. Tapsen wurde. Er ist dort. Revive, das ist durch. Das ist durch. Ja. Oh nein, geeist? Nein, der zieht mich abgewehrt? Ab. Ja, weil hier geeist ist. Down. So, ich spiel mal Dirty, Alter. Das ist okay. Es ist okay. Es ist ein 13-5. Es ist eindeutig. Aber Flobbys Team hat sich besser geschlagen, als ich gedacht hätte. Okay, Leute. Wir sind im Matchpoint im Finale. Wenn Amars Team das jetzt gewinnt, bekommen sie 1000 Euro. Flobbys Team schlägt sich überraschend gut, okay, noch besser als wir gedacht hatten. Aber das mit den Counter-Strike Pros, das ist dominant. Bisher Flobbys Team jede Pistol Round gewonnen, jede. Links. Ich flashe.
geh durch. Kann er nicht durch. Side. Down. Der links. Heiß. Geht links rum. Der geheißt, sorry. Das ist gut, ist gut. Der ist tot. Gut, gut, ja. Ich hab ihn noch ein Kill. Oh, Floppy kommt von hinten. Floppy kommt von hinten. Wenn du nicht stirbst. Ja. Er sneakt, man hört ihn nicht. Hinter uns, hinter uns. Keiner hinter uns, fuck. Komm. Stark gemacht. Nice. Oh, 1 gegen 1. Bleach, der Beste aus Lobbys Team. Bleach gegen Amar. Guck mal jetzt, guck mal jetzt. Wie ein Kleinkind, das im Sandkasten spielt. Bleach 3-0, stark. Wieder. Lobbys Team hat jede Pistol Round gewonnen. Sau stark gemacht, gute Reflexe. Kamera zerstört. Rausguss, jetzt muss er planten. Ich glaube, der ist eher woanders. Unser Gegner ist Loai. Schaffst du nicht mehr. Schaffst du das? LOL. 1,5 Sekunden noch gehabt. Oh mein Gott, er holt ihn noch! Kommt er nicht durch. Ich hab's gesehen, Alter. Wie bitter. Der ist hier close. Komm. Ey, er kriegt Mark los. Barstuhl und Bolli. Oh, was? Oh, wie kann das sein? Holy shit, auf B, ja, auf B. Den kommt auch gar nichts. Der stürmt da einfach rein und trifft. Der Bombe down. Oh, nice. Oh, 3 gegen 2. Alter, Bleach, Digga, er steht einfach 10-7. Boah, der hat noch AP. Ich will es nicht. Gib mir eine Leiche. Pass auf, Fall. 1 gegen 2. Ich glaub alleine. 1 gegen 1. Ich hab den Spike aufgenommen. Ah, lol, er ace. Die pushen jetzt zu fünft einfach. Er ist einfach Tilly-Dibis. Gib dem Gesicht. Reift ihn. Es muss Gesicht sein. Oh, er hat uns outplayed. Er defused. Er hat uns outplayed, oh mein Gott. Lol, das wäre krass gewesen. Er wird von fünf Leuten gepusht und ultet zum Spike. Alter. Das wäre geil gewesen. Mann, der war echt gut. Stell dir vor, der hätte besser gelegen im Schutz. Er hätte es geschafft, wenn der Spike im Schutz gelegen wäre. Die Bombe gesmoked. Alter. Aber wie kann er das Duell gewinnen, Mann? Tapsen, lass mit Standing. Schon wieder Pistol. Tapsen, lass mit Standing. Er muss defusen und drei Leute töten. Mit einer Pistole. Er checkt nicht mal seine linke Seite. Wie kann das sein, dass Flobbys Team 4 von 4 Pistol Rounds gewinnt? What the fuck? Oder? Lol, der stand aber auch scheiße. Erst F drücken. Ja. Ach, Mist. Nice. Flobbys Team. Nein, ich seh nichts wegen deinem Hai. Oh Boah. Gott! Oh. Nein! Noch ein Ace, Alter! Du Zornix musst doch nicht sehen, Ace. Bin ich da! Perfekt, was? Die kommen alle da lang! 2 Schuss daneben. Der ist in den Smokes. Ich geh mal rein. Mit der Pistole da hinten. I'm only ready. Party. Ich habe den. Er hat Messer-Knife. Lol, er wollte die Knifen. GG's. Ja, hab ich nicht einmal gehittet? Ist durch von der Zeit. Also, und das ist. Das ist gewonnen. Das ist gewonnen. Absolut krass. Aufgespießt worden. Was Amars Team heute geleistet hat. Ja, das wäre The German Side. Ist ordentlich. Ich geh mal den Code zu denen. Moin, na? Alter, es war ja ganz krank, ne? Was hast du hier für ein Team rangeholt, Amar? Genauso welche haben wir gesucht. Glückwunsch. Glückwunsch. Komplett gewonnen. Alles zerstört. Flobbys Team konnte schon mal ein bisschen mehr gegenhalten. Die haben auch nicht schlecht gespielt, aber das war ja ganz eindeutig. Wie viele Aces hattet ihr überhaupt? Ja, keine Ahnung. Also, wir hatten, glaube ich, 4 Aces oder so. Oder keine Ahnung, was die Jungs dort angestellt haben. Alter, richtig gut. Richtig gut. Jetzt haben wir ja? Aber man muss ja auch sagen, war ja in der Eco-Round von deinen Gegnern immer. Stimmt. sie waren sich auch mega aufgeregt, weil sie konnten einfach nie. Sie waren nie an Sturmgewehren dran. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen sehr guten Standard. Ja, also, viele kommen bei mir in den Chat und sagen: oh, wir sind mega krass im Fünfer-Team, lass uns mitmachen. Jetzt haben wir was, wo wir was festnageln kann, wenn wir die besten Teams aus Deutschland suchen. Es dauert ja nicht mehr lang, da kommen Rankings raus. Dann kann man vielleicht das ein oder andere krasse Team finden. Da will ich euch auf jeden Fall nochmal dabei haben. Waren jetzt ja für euch relativ entspannt verdient, 1000 Euro, ne? Ja. Mhm. Ja. Wie viel habt ihr als Fünfer-Team trainiert? Gar nicht. Also gar nicht? Einfach alles übers M gemacht, ja? Als Fünfer nicht, also weil Tapsen halt immer viel trainieren muss. Ja doch, ein Spiel hatten wir, was wir 13-0 verloren. Achso, ja stimmt. Sehr gut. Okay, ja dann Glückwunsch. War sehr nice, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal auch wieder am Start seid. Und dann wünsche ich euch noch einen entspannten Abend. Jo, danke. Gleich. Alles klar. Haut rein. Tschüss. Ciao. So,
Flobby? Ja, moin Max. Ja, moin. Wie lief's? Moin. Hat Spaß gemacht, war echt geil. Wir haben alle 4 Pistols gegen das Protein Gone M. Aber ja, es war schwierig gegen die, ne? Man merkt schon den Unterschied. Die spielen halt irgendwie 12 Jahre CSGO, sind da Pro-Player. Also die waren schon krass. Richtig gedrückt. Alleine das Gob da, ihr haltet die Mitte zu zweit, er kommt rein und im Gehen gibt er einfach 2 Headshots und fliegt einfach so rüber. Also ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, wo er war, um ehrlich zu sein. Ich stand da hinter der Wall, auf einmal bin ich down. Ja, die haben auch so oft schon einfach so um Ecken, also die Ecken durchgeschossen, weil die antizipiert haben, dass ihr da stehen könntet oder sowas. Also ganz, ganz crazy, was die da gemacht haben. Ihr habt gut gegengehalten. Also oft haben bei denen irgendwie nur 2 gelebt oder sowas. Ihr habt alle Pistol Rounds gewonnen. Also das Ergebnis jetzt 13-3 ist zwar sehr eindeutig, aber in den Runden, teilweise wart ihr 3 gegen 1 und hat der eine das noch gewonnen und das war aber echt sehr, sehr gut gespielt. 2. Platz gewonnen, 500 Euro. 100 Euro für jeden von euch. Mhm. Glückwunsch dafür. Ihr haut die Mods an, dann da erfahrt ihr dann, wie ihr die Gelder bekommen könnt. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich würde beim nächsten Mal auch gerne wieder am Start haben. Ihr habt ja auch ordentlich trainiert. Das letzte Showmatch gegen Rumatras Team habt ihr verloren. 3-2, wenn es auch knapp war. Also wirklich letztes Mal zu heute war ein richtig krasser Unterschied. Es ist so. Ja. Die anderen haben nur ein bisschen trainiert, vielleicht so ungefähr 10 Games, wenn es hochkommt. Und wie viel habt ihr zusammen gezockt in der Zwischenzeit? 10 Games am Tag. 10 Games am Tag, ja. Seit Freitag bestimmt. Crazy, crazy. Hat man gemerkt, hat man total gemerkt, dass Teamplay wirklich wichtig ist. War auf jeden Fall sehr, sehr krass. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Glückwunsch nochmal zu den 500 Euro und dann wünsche ich euch noch einen entspannten Abend. Jo, danke gleich. Alles klar, haut rein, tschüss. Ciao.